Von Migration und Waffenkontrolle bis hin zum Nahostkonflikt. Der französische Künstler JR beschäftigt sich mit aktuellen sozialen und politischen Themen der Welt. Seine Arbeiten werden aktuell in der Londoner Saatchi Gallery ausgestellt. Mir geht es hauptsächlich darum, Menschen an verschiedenen Orten kennenzulernen. Meine ganze Reise hat damit begonnen, auf der ganzen Welt Leute zu finden, die sagen, tut uns leid, Kunst aber nicht hier. Ich habe keine gefunden, vielleicht in Nordkorea, ich war dort und sie waren nicht gerade begeistert von meiner Arbeit. Alles begann damit, dass JR einen Fotoapparat in der Pariser Metro fand. Der damalige Graffiti-Künstler knipste Fotos von Künstlerkollegen und klebte sie auf die Straße. Dasselbe machte er mit jungen Leuten aus einem Pariser Vorort, der im Zentrum landesweiter Unruhen stand. Das Ziel? Die Darstellung in den Medien zu hinterfragen. Ich wollte Fotos von meinen Freunden machen, die ihre eigene Karikatur davon spielen, wie wir sie sehen und sie in Paris verbreiten. Und es hat tatsächlich geholfen, diese Karikaturen zu dekonstruieren. Man kann den Namen und das Alter sowie die Hausnummer sehen. Ein Unbekannter aus den Medien, der einem Angst macht, verwandelt sich in jemanden, den man kennenlernt. Im Nahen Osten hat JR Porträtpaare von Israelis und Palästinensern mit den gleichen Berufen entlang der Grenzmauer geklebt. Die Leute sagen mir immer, hier sind wir offen dafür. Du kannst das machen, du kannst sogar den Feind an die Mauer kleben und wir lassen ihn kleben. Aber auf der anderen Seite hassen sie uns. Sie werden es nie zulassen, dass man das macht. Würde ich aber auf die andere Seite gehen und dort die Bilder kleben, würden sie mir genau das Gleiche sagen. Man merkt, wie beide Seiten sich durch die Medien, durch den Kontext wahrnehmen und nur das Schlimmste vom anderen annehmen und vergessen, dass es auch Leute gibt, die einfach nur Taxi fahren. Es ist ein unglaubliches Privileg, unsere Galerie mit dieser Ausstellung wieder zu eröffnen, bei der es darum geht, Menschen durch Kunst zusammenzubringen. Die Ausstellung kommt aus den USA. In London wurden neue Werke hinzugefügt. Der Künstler will damit zu mehr Positivität inspirieren. Wenn man seine Wahrnehmung über einen Ort und über Menschen verändert, ist das ein Weg, die Welt zu verändern. Wir Künstler müssen die Optimisten dieser Welt sein, weil es bereits genug Pessimisten gibt. JR Chronicles läuft noch bis Anfang Oktober in der Londoner Saatchi Gallery.